Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online und heute machen wir eine kleine lustige Nebenquest mit einem fast nackten Nord. Es gibt schon eine Quest in Elder Scrolls, wo so ein nackter Nord rumsitzt und irgendwie keine Klamotten mehr anhat. Und hier ist er sogar gestunt, er ist sogar wehrlos. Und was dem passiert ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Bei Chance glänzendem Hintern. Wenn ihr kein Räuber seid und nicht für die Hexe arbeitet, dann müsst ihr mir helfen. Ich kann keinen Muskel bewegen und meine Nase juckt wie ein von Flöhen zerbissener Hund. Das sage ich doch. Eine Hexe. Oh, sie mag wie eine dunkle Elfin aussehen, aber lasst euch nicht von diesem wogenden Busen täuschen. Ich hatte zugestimmt, sie nach Vivek zu bringen. Doch letzte Nacht drehte sie durch und fing an, mit Zaubern um sich zu werfen. Sie hat mich verhext, während ich geflüchtet bin. Was weiß ich schon über Zauber und Verhexungen? Ich schätze, die Hexe muss selbst den Zauber irgendwie aufheben. Sie muss ganz in der Nähe sein. Bitte, findet sie und bringt sie dazu, mich freizulassen, wenn meine Freunde mich so sehen würden. Findet diese böse, rotäugige Kreatur. Ich flehe euch an. Ich fühle mich, als hätte ich einen Abend mit den Helden von Sovngarde gesoffen. Und im Anschluss haben sie auf meinem Kopf getanzt. Die Hexe? Oh, ihr meint eine Riese Venom. Sie hat mich angeheuert, um sie nach Vivek zu bringen. Wir haben eine Abkürzung genommen, glaube ich. Oder vielleicht haben wir auch ein Lager für die Nacht aufgeschlagen. Auf jeden Fall wurde sie plötzlich wütend und fing an, mit Zaubern um sie zu werfen. Sie ist verrückt! Es war Nacht. Ich war müde. Und ich glaube, sie hat etwas nach mir geworfen. Es hat mich am Kopf getroffen. Eine Flasche. Sie hat eine Flasche nach mir geworfen, glaube ich. Es war sehr verwirrend. Es flogen überall Zauber durch die Gegend und eine rotäugige Hexe drohte damit, mich in einen Guar zu verwandeln. Ich bin eine Soldklinge, eine Wache zum Mieten. Damit verdiene ich mir meinen täglichen Met, wenn ihr versteht, was ich meine. Außerdem hat sie mir nicht gesagt, dass sie eine Hexe ist. Hexen sind raffiniert. Sie tun so, als wären sie gewöhnliche Menschen. Was? Meint ihr meinen nackten Oberkörper? In Hemden und Tuniken komme ich mir so beengt vor. Außerdem, warum sollte ich diese fabelhaften Tätowierungen verdecken? Hose? Was stimmt denn nicht mehr? Meine Hose fehlt auch, oder? Kein Wunder, dass meine Knöchel sich so kühl anfühlen. Diese böse Hexe hat meine Hose gestohlen. Wahrscheinlich benutzt sie sie, um noch einen Zauber auf mich zu wirken. Wir waren auf dem Weg nach Vivek, als die Sache auf einer Eisscholle aus dem Ruder lief. Ich lief vor ihren Zaubern und ihrem Geschrei davon. Sie ist wahrscheinlich irgendwo da hinten. Folgt einfach der Spur aus Flaschen, die sie mir nachgeworfen hat. Aber seid vorsichtig. Die können ganz schön wehtun. Na, das war ja mal wieder eine Geschichte. Wenn der Zauber passt, so heißt die Quest jetzt. Und wir folgen hier jetzt mal der Spur. Da liegt auch schon wieder was. Eine Metflasche. Met ist immer gut. Ja, wir haben also eine Fährte. Und da vorne ist auch schon die nächste Flasche. Was erwartet uns am Ende? Hier sieht alles auf jeden Fall ziemlich verbrannt aus oder so. Hier scheint irgendwas passiert zu sein. Etwas explodiert? Man weiß es nicht genau. Aber hier liegt noch eine Lektion von den 36 Lehren, die man als Errungenschaft sammeln sollte, wenn man die Errungenschaft haben will. So, konnte man die auch mal schnell lesen. Das habe ich durch das Librarian oder Lorebooks Add-on. Dadurch sehe ich, wo die ganzen Bücher liegen. Okay, jetzt ist hier die nächste Milchflasche gewesen und das dürfte jetzt die letzte sein, weil da ist irgendjemand. Meins, meins. Oh, oh.
Mein Schatz. Gollum ist dabei. Ein Goblin. Danke für das Verjagen der letzten Goblins. Schreckliche, stinkende kleine Kreaturen. Ja, wir haben die Frau gerettet. Der Goblin ist in die Flucht geschlagen. Preiset Vivek. Ihr seht wirklich deutlich fähiger aus als ein halbnackter Nord, der widerlichen Met säuft. Hexe? Oh, lasst mich raten. Ihr seid einem verblödeten Nord begegnet, der eingefroren am Wegesrand stand? Ich hatte Stromgruff angeheuert, um mich und meine Wertsachen zu beschützen. Und was tut er beim kleinsten Anflug von Gefahr? Er läuft davon und ich muss mich selbst verteidigen. Was hätte ich denn tun sollen? Die Goblins griffen an, als ich gerade unser Lager aufschlug. Und wo war da mein nutzloser Beschützer? In den Büschen, weil er Platz für mehr Met machen musste. Er ließ seine Hosen, wo sie lagen, und flüchtete, während die Goblins mein Bündel stahlen. Hab Dank! Die Goblins sind in Richtung der Hügel im Nordwesten geflüchtet. Findet sie und holt mein Bündel zurück. Sie haben auch das Schwert mitgenommen, das ich Stromgruff als Teil seiner Entlohnung gegeben hatte. Ich hatte gedacht, er würde es auch verwenden und nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Natürlich. Ich tue alles, was mir helfen könnte, meinen gestohlenen Besitz von diesen grässlichen Goblins zurückzubekommen. Was wollt ihr wissen? Ich bin eher eine Alchemistin als eine Magierin, aber ich kenne ein paar nützliche Zauber. Als dieser Tölpel von Nord weglief, wirkte ich einen Festhaltezauber, damit er wie angewurzelt stehen blieb. Ich wollte nicht, dass der besoffene Narr sich im Dunkeln auch noch verletzt. Naja, ich schätze schon. Aber wir hatten auch eine Abmachung und er muss seinen Teil davon immer noch erfüllen. Auf die ein oder andere Art und Weise wird Stromgruff mich sicher nach Vivek bringen. Das Bündel enthält meinen Lebensunterhalt, wertvolle Tränke und Salben, die ich in Vivek verkaufen will. Ohne sie bin ich ruiniert. Das Schwert? Ich habe das Schwert für Stromgruff gekauft. Diese Waffe war sehr teuer. Sie ist viel zu gut für gierige Goblins. Nein, nicht wirklich. Sie schienen eine ganz gewöhnliche Horde aus marodierenden, widerlichen Goblins zu sein. Sie dürften mein Bündel und mein Schwert haben. Oh, falls das hilft. Ich habe gesehen, wie der Anführer mit Stromgruffs Hose weglief. Na, das Wichtigste ist ja jetzt eigentlich, dass wir die Hose wieder beschaffen, oder? Also, wo müssen wir hin? Irgendwo da vorne sind wohl die Goblins und die Anführer. Das Goblin-Lager findet es. Hier dürfte es irgendwo schon sein. Die Quest ist jetzt nicht so viel zu reiten, zum Glück. Ist nicht so weit verteilt auf Wadenfell, aber immerhin. Man sieht ein bisschen was von der Gegend und hat mal wieder eine lustige Geschichte. So, da ist auch ein Goblin. Machen wir den mal platt. Ja, hauen wir einfach mal drauf. Die haben immer so coole Helme, ne? Diese riesen Hörner oben drauf. Und da, ein Named. Jawohl, der Niederträchtige. Gib uns die Hose zurück. Oh, die Hose ist verbrannt. Das war's dann wohl. Aber wir nehmen hier einen Stab noch raus aus dem Staub, aus der Asche. Und da ist das Bündel. Gut. Was jetzt? Wieder zurück zu ihr. Das geht hier richtig zügig. Da haben wir noch ein Schwert. Das nehmen wir auch noch mit. Ach, wir brauchen gar nicht mehr jetzt zu ihr, sondern wir gehen jetzt wirklich wieder zu dem Nord. Das wird ja bestimmt ein lustiger Abschluss werden. Ohne Hose kommen wir zurück. Naja, naja. Ob das mal gut geht, ob der davon begeistert ist. Wisst ihr, was wahre Langeweile ist? Endlose Stunden damit zu verbringen, immerzu den gleichen Fleck anzuschauen. Ich würde meinen linken Fuß dafür geben, meinen Kopf drehen zu können. Habt ihr sie gefunden? Habt ihr die böse Hexe gefunden, die mich mit diesem verdammten Zauber belegt hat? Wollt ihr damit andeuten, ich erzähle Lügenmärchen? Meint ihr, ich hätte mich selbst eingefroren, um eine Riese Venom in Verruf zu bringen? Da
Das ist eine empörende Anschuldigung, die mich bis ins Mark trifft. Warum? Was hat sie euch gesagt? Goblins. Ich schätze, das könnte der Grund für das Schreien und Kreischen gewesen sein. Ich folgte gerade schließlich dem Ruf der Natur. Doch das erklärt noch lange nicht diese lauten und furchteinflößenden Zauber. Nun, dann hätte sie was sagen sollen, anstatt mich in Angst und Schrecken zu versetzen, während ich in den Büschen beschäftigt war. Ich muss gestehen, dass ich ein paar Schlucke Met hatte. Und ich war müde. Aber das ist noch lange kein Grund, mich so völlig entblößt zurückzulassen. Mein tapferer Beschützer. Kein Schwert, keine Hose und überhaupt keine Hilfe. Hätte mein Zauber euch nicht gelähmt, wärt ihr nun schon fast in Gnieses. Meinen glücklosen Beschützer mal außen vor gelassen, konntet ihr die Goblins finden? Habt ihr mein Bündel und das Schwert geborgen? Wie wunderbar! Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, auch nur eines von beiden wiederzusehen. Ihr werdet überrascht, wie viele Leute in Vivec bereit sind, für meine hochwertigen Salben auszugeben. Vielen Dank. Ich schätze, ich sollte jetzt wohl etwas bezüglich meiner wankelmütigen Begleitung unternehmen. Ich brauche immer noch die Hilfe dieses Halunken, um meine Waren zum Markt zu bringen. Er ist kein wirklich guter Beschützer, aber er sollte stark genug sein, ein Bündel zu tragen. Ich muss dafür sorgen, dass er seine Verpflichtungen dieses Mal erfüllt. Kein Grund, sich deswegen Sorgen zu machen. Ich habe genau den richtigen Zauber, um mir Stromgrufs volle Unterstützung für den Rest der Reise nach Vivec zu sichern. Meine Kunden brauchen schließlich ihre Tränke. Habt nochmals Dank für eure Unterstützung. Ich weiß gute Hilfe wirklich zu schätzen. Yay, seine verzauberte Hose. Ob man die unbedingt haben muss, ich weiß nicht. Lass mich frei und gib mir mein Schwert, Hexe. Das Schwert ist der Lohn dafür, dass ich nach Vivec gebracht werde. Wir sind noch nicht da, ihr undankbarer Klotz. Vivec? Ich bin fertig mit euch und euren Hexereien. Ich befreie euch, aber ihr haltet euch an unsere Vereinbarung. Und zwar nüchtern. Kein Miet mehr für euch, bis wir in Vivec sind. Hört auf damit, ich... Seid ein guter kleiner Gua, dann entferne ich den Zauber, wenn wir in Vivec sind. Vielleicht kaufe ich euch auch eine neue Hose. Tja, das war doch mal ganz lustig. Jetzt kann er auf jeden Fall nicht mehr motzen. Und im Moment braucht er dann wohl auch keine Hose. Da gehen sie hin. Ich bin mal gespannt, ob man die nochmal später erlebt. Ob man die nochmal trifft irgendwann, vielleicht in Vivec oder vielleicht sogar in anderen Ländern. Auf jeden Fall, die beiden sind ja ein lustiges Pärchen. Und damit sind wir für heute auch schon durch. Ich hoffe, die Quest hat euch ein bisschen gefallen. Beim nächsten Mal gehen wir wieder zu einem Weltboss oder in ein Verlies oder machen die Hauptstory weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Dann macht's mal gut. Bis demnächst. Bye, bye. A serpent lights the ancient sky and red of tainted stars. Evil still.